Gemacht. Du hast deine Zeit gezeigt, ich hab dich ausgelacht. Denn da geht leider nichts und da wird nie was gehen. Denn man wird Michael Jordan auch niemals in Ich rap für meinen Bruder, denn ich könnte auch das Opfer sein. Falscher Ort, falsche Zeit, da hilft dir auch nicht tapfer sein. Wie viel Blut muss fließen in der deutschen Krise? Alter, schau, die letzten Jahre haben das mir zu oft bewiesen, dass die Menschen sich erheben, wenn die Leute nicht mehr leben. Doch dann ist es zu spät, ihr solltet öfters drüber reden. Also sag, wie ist das möglich? Mal, es ist doch tödlich. Gerechtigkeit, denn nicht nur Adriano hat das nötig. Pack das nicht, doch fuck du Mist. Diese Crew ist viel zu krass für dich. Wir basteln Hits, den roughsten Shit. Ihr schafft es nicht, uns zu stoppen, also lass den Mist. Ihr rafft es nicht, pack das nicht, doch fuck du Mist. Diese Crew ist viel zu krass für dich. Wir basteln Hits, den roughsten Shit. Ihr schafft es nicht, uns zu stoppen, also lass den Mist. Gib mir nur 2 Minuten Zeit für ne komplette LP. Mit der Bedingung, keine Reime und keine Sätze mit E. Bauen wir Beats nur aus Loops von einer Metal-CD. Und die Kritiker schreiben, der Typ ist fresher denn je. Lass mich Freestyle rappen auf nur ein japanisches Wort. Und pierce mir meine Lippe mit nem Basketballkorb. Knebel mich mit meinen Socken, steck mein Mikro nicht ein. Und meine Leute werden immer noch wissen, wie ich es mein. Schick uns auf ne Tour mit Patrick Lindner. Barfuß durch Sibirien, nackt im Winter. Lass nur Aliens rein zum doppelten Preis. Und trotzdem ist ausverkauft und wir rocken den Scheiß. Leg mich in Ketten und betonier mich ein bis zum Arsch. Ey yo, nach 10 Jahren am Mike weiß ich ein bisschen Bescheid. Das Biss ist heiß, weil jeder sich ums Rampenlicht reißt. Das ist geil, aber Konkurrenz bekanntlich das Geschäft pusht. ENAs zücken das Checkbuch auf James Ryder Blackbooks. Doch auch der beste Rock hilft rein gar nichts, da wo kein Plan ist. Ne feste Basis muss sein, dass sie Grundstein für jede Tat ist. Also erstens, frag dich, ob's dir das wirklich wert ist. Rappst du, was dir im Herz sieht oder weil der Scheiß zur Zeit Kommerz ist? Kohle schärfen Leute, die Ewigkeiten dabei sind, ihr Leben dafür bereit sind zu geben, dass sie so weit sind. Zweitens, das peinliche beiden bitte vermeiden. Von den meisten, die schreiben, sind die wenigsten wirklich eigen. Nummer 3, Freestyle muss man üben und Bühne trennen. Lieber 10 Sätze, die brennen, als 10 Minuten verschwenden. Denn das Publikum ist mega abgeturnt, wenn du nicht burnst. Gib das Mic ab, sag Peace, mach sie platt, wenn du returnst. Nummer 4, setz dich hin, Spitzenstift, nimm Papier. Lern MCs zu respektieren und ihre Stärken zu studieren. Die Nummer 5, ist so wichtig wie nichts in diesem Business. Da die scheiße Kampfsport ist, darauf gefasst, dass du gedisst wirst. 6, find dein eigenes. Im Jahr 2004 interpretiert ihr meine Prosa. In deutscher KW, ich früher Shakespeare. Ich diskutier mit mir auf meinem Sofa und überleg mir hier, wie ich Europa erober. Ey Popstar, du bist mir nicht koscher. Ich blick dir ins Gesicht und spiel da auf dein Poster. Wo warst du früher, als Rap noch nicht groß war? Hits mach nicht du, sondern dein besserer Manager. Sei mal ehrlich, du rappst so billig Englisch wie mein Wellensittich. Verarscht Kids, denn die verstehen's nicht. Verpackst deine Shows in Dorfdiscos mit Strobos, Pyros und Schwarzlicht. Doch du träust bloß Toys, mich träust du nicht. Bewegst deine Lippen, doch in Wirklichkeit rappst du nicht. Ich bin nicht der Ein. Hier kommt der Wicked MC mit Raps, die fließen wie Dünnpfiff. Dreckig und mit Technik, wie du sie nie wiederfindest. Die Industrie hat Verstopfung, will unseren Scheiß nicht rauslassen. Mein Rap ist Abführmittel, bald gibt's kein Halten mehr, aufpassen. Schon zu spät, wen ihr seht, da habt ihr die Schweinerei. Nach nur so kurzer Zeit Neues von mir, Topf von deiner Mai. Ich rhetorisch gewinnst wie Marcel Reich-Ranitzky. Und die beiden mixen die Musik, die das Publikum mitzieht. Wenn man deiner Mai Deluxe sieht, bleibt keine Frage offen. Wir wollen kontinuierlich Stars liefern und zwar die Ruffen. Ich glaub, manche von euch hat's hart getroffen, denn ich schreibe meine Lyrics nicht fürs Radio, sondern für Artgenossen. Das heißt, Typen und Frauen, die down sind mit fettem Sound, ihr eigenes Ding machen und Joints in Kette bauen. Und ich glaub kaum, dass sonst jemand versteht, was ich mein. Da die Mehrheit leider noch auf Typen steht, die Plastik reimen. Ich passt nicht rein in das Konzept von vermarktbaren Rap, weil bei uns mehr drin steckt, als man beim ersten Hinhören checkt. Nicht oberflächlich genug, denn tatsächlich beruht mein Text auf Eingaben von Flash, dort der mich nächtlich besucht. Mir Stärke gibt, nicht gar...
Ein brandneuer Joint von dem Massiven ist im Umlauf. 33, ein Drittel Umdrehungen auf. 90 Beats pro Minute, gute Ware wird nie umgetauscht. Aber um berauscht zu werden, schau, dass auf der Platte die Massiven oder Chauvi steht. Ich komm ins Spiel wie Toffifee, sofort wird jedes Zimmer zum Tatort. Bin tapfer wie Horst Tappert, alias Derek und der Tapdort. Ein Hip-Hop-Kid, das friedlich wie Koschnick mit dem Kopf nickt. Ich mache Nachtschicht wie Koschwitz, wenn ich am Schreibtisch sitz. Bekomm meist Geistesblitze, wenn ich den Bleistift spitz. Und setz sie um in Texte, die zeitlos wie Rolex oder Seiko. Text, wir seien bloß zur Zeit. Wir bringen das, was ihr vermisst habt. Versorgen euch mit bester Rohkost. Aus dem Süden für den Norden, West und Ost. MCs von gestern aufgepasst. Ihr bekommt bald alle Post. Wie altes Fallobst, kommt ihr auf den Kompost. Wir komponieren nonstop, auch morgen noch in allen Formen. Deutsche Industrie, Norm. Aha, ah, ah, ah. Ja, meine Damen und Herren, fertig MC, voll drauf, Digga. Mein Hirn ist auf Schalltod und Chillmod. Werden meine Pupillen immer größer und das Weiß färbt sich blutrot. Ich übertreibe täglich, alle Schreine schädlich. Vielleicht werde ich aus Natur mein Flug nach Höhenflug. Ich bin kein braver Junge, zerstör mein Herz, Kopf wie Lunge. Früher vertickte ich Gras und war mein bester Kunde. In meiner Blut war Fries Bruder, gegen Krieg der Gedanken. Das Griff ist für mich Dynamit gegen Mauern wie Schlangen. Meine Augen können hören und meine Ohren sehen. Meine Gefühle können ohne Reden jedes Wort verstehen. Ich bin eine Abschreckung, kein Vorbild für Kids. Ein schlechtes Beispiel in Person, bis es zu Ende. Will ich alles für nichts und alles ganz fix. Mit Sofortwirkung wie Penale gefixt. Solange das Gute wie das Böse existiert, bin ich beides, solange meine Stimme durch ne Box vibriert. Hey Ladies, dreht sie um, setzt euch drauf und ihr masturbiert. Kommt mit mir, was passieren muss, passiert. Cap, no future, ohne Antwort auf Fragen. Zu viel Wissen könnte ich nicht ertragen, um Spaß zu haben. Freunde, Freunde, wenn ihr mit mir unten seid, gebt mir ein kräftiges auf jeden. Auf jeden, auf jeden, auf jeden. Aber fuhr es, lass uns reden, erzähl mir aus deinem Leben. Auf jeden, es wird sicher gehen. Er hat wohl nichts damit zu tun, dass ich Einzelkind bin. Aber zu meiner Zeit waren Cartoons noch Einzelmännchen. Was ich meine ist, dort gibt es nichts, was es nicht gibt. Eine Tragödie, die Kids sitzen vor den Dinos und verblöden mir. Für die Unterhaltungsbranche nicht zu unterschätzender Schwachpunkt. Jetzt nur Hip-Hop-pädagogisch wertvoll, aller Achtung. Die Idee ist ebenso einfach wie effektiv, weil jeder kleine sensible Seismografensohne bisher nur weglief. Und all die Prinzessinnen auf der Erbse. Sie können dank Hip-Hop jetzt guten Gewissens behaupten, sie seien das Derbste. Wenn der Typ oder Fachblatt sich das noch immer ausgedacht hat, es ist groß, wenn du als Schmalhans mit einem... Nico Suave ist mein Name, ihr Schlaftabletten. Dass ich burn, darauf könnt ihr euren fetten Arsch verwetten. Festhalten bitte und steckt die Kippen weg. Suave kommt dick und fett und geahnt wie ein Hidden Track. Bin einer von denen mit Cap und Unmenge Schlüssel. Hip-Hop-Fan mit Herz und einem kleinen Sprung in der Schüssel. Jungs wie ich sind mit allen Wassern gewaschen. Landen mit krassen Maschen und lassen die Laschen mit Metaphern in Taschen. Ich komm entspannt und benebel euch wie Trockeneis. Wir rocken Mikes, die Stimmung meist kochend heiß. Auf unseren Gigs sollte man Cyphers meiden und mit dem Preis ausschreiben. Gleich im Scheiß ausbleiben. Yo, Sparkwirbelplatten umher wie im Straßenverkehr. Kreuz und quer, doch bisher sind die Kassen noch leer. Ich geh auf die Bühne, um die Masse anzuziehen. Denn Unterhaltung bedeutet für mich das Krasse am MC. Spark, mach dich mal bemerkbar. Hey Jungs, wir tun das hier aus Liebe. 100%. Wir tun das hier aus Liebe. Was wir bieten ist 100%. Cappuccino wollte, dass Mom auf mich stolz ist. Ich schnappte mir das Mikro, wurde zum Liebling des Volkes. War zu ein Lieb, so wie du da oben es wolltest. Doch damit jetzt finito, ich zeig euch, wie groß mein Colt ist. Ich hab zu viel Flow, als dass ich mich jetzt vollpiss. Und ihr zeigt mir nie, wo der Weg zu meinem Erfolg ist. Ich frage mich, wieso mein Konto immer im Soll ist. Bin sauer wie ein Mastino, dem du voll in sein Gold trittst. Die Zeiten sind bitter, weiß nicht, worein ich noch schlitter. Doch ich scheiß aufs Gewitter, ich schwör dir, keiner ist fitter. Ich seh nicht ein, dass ich zitter oder mein Reim ist zerknitter. Selbst wenn ich leide, ich schreibe, bis ich wie Scheiben zersplitter. Und all die Neider sind Stripper, die auch nur meinen, sie sind Hipper. Doch wie kein Zweiter und Dritter bring ich euch Leid wie ein Tripper. Wie ein geheimer Ermittler bring ich euch allein hinter Gitter. Ihr seid nur Schweine wie Hitler, die ich an gleiche Fach.
noch fitter. Auf jedem Track gebe ich Gas, also leck mich am Arsch. Und ich hab schon gerappt, da war Michael Jackson noch schwarz. Ey yo, ihr denkt, ich mach Spaß, aber ich schenk noch mal nach. Hab schon gerappt, als die Hälfte von euch Kindern noch keine Texte besaß. Die restlichen Stars, gebrechlich wie Glas, fress ich wie Aas oder schick sie direkt auf den Mars. Das wird ne hässliche Farce, ne riesen Action für'n Arzt. Ich zeige First Class, Rap on die Second Class. Extra für euch, okay. Mein Mann Torch Kinski. Wenn die Musik losgeht, geht ihr ab! Wo seid ihr? Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. 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 Ich weiß noch genau, wie das alles begann. The Message von Melemel war für mich wie ein Telegramm. Und obwohl ich kein einziges Wort verstehen konnte, erkannte ich, welches Feuer in seinen Worten brannte. Die Fackel in mir wurde sofort entfacht. In einer Nacht über ein ganzes Leben nachgedacht. Ich erblickte den Pfad zur Geschichte, mein Kopf wippte, nickte zur Geschwindigkeit des Takts. Von diesem Tag an war mir klar, scheißegal, was das Ziel auch sei, ich pack's. Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. 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 Ich hab das Freestyle-Reimen eingeführt, und zwar schon vor Jahren. Von Kiel bis Deal bin ich auf jedes Jam gefahren. So kam ich durch die ganze Welt, meist ganz ohne Geld. Denn wenn Torch ein Ziel hat, gibt es nichts, was ihn aufhält.